Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder bei mir reinschaut. Heute sind wir hier auf der Schwäbischen Alb unterwegs und wie ihr seht, in anderen deutschen Landstrichen, da blüht schon der Frühling. Hier auf der Schwäbischen Alb auf 800 Meter, da sind wir noch in den Schneeresten unterwegs. Und heute in diesem Video möchte ich euch mal meinen modifizierten Bundeswehrschlafsack vorstellen. Den benutze ich hier zur Wildbeobachtung und auf der Jagd und auch fürs Buschkraft. Ja, schaut es euch mal an. Dem Sonnenhang, da sind die Äste super trocken und das Totholz hier, das brennt perfekt. Die Natur wartet jetzt ja schon wieder mit Plusgraden auf und auch in der Nacht geht es nicht mehr lang, dann sinken die Temperaturen nicht mehr unter Null. Und dann ist es so, dass hier dieser Bundeswehrschlafsack in der Zeit dann völlig ausreichend ist. Der Vorteil ist ganz einfach der, der kostet Gebrauch fast nichts. Ja, und hält in dem Temperaturbereich jetzt dann spätes Frühling, Sommer und Anfang Herbst so warm, ja, dass man noch keinen dickeren Schlafsack braucht. Sonst benutze ich ja den Carinthia. Und den habe ich mir jetzt modifiziert, indem ich den an der Seite aufgeschnitten habe. Ja, und jetzt kann ich quasi hier die Arme komplett in den Schlafsack tun. Oder wenn ich eben jetzt wie hier am Feuer liegt oder auf der Jagd, ja, dann kann ich eben hier die Arme aus dem Schlafsack raus, ohne aus dem Schlafsack auszusteigen. Ich kann auch die Kapuze noch hoch tun, ja, bin also super eingepackt und damit ist das mein idealer Übergangsschlaf- und Ansitzsack. Den benutze ich auch zum Jagen auf dem Hochsitz. Auch da ist es so, dass ich bei kalter Witterung oder kaltem Wind, ja, kann ich stundenlang sitzen, genauso wie jetzt bei der Tierbeobachtung. Jetzt ist ja gerade Wildruhezeit im März und April. Das heißt, da jagen wir jetzt nicht, außer wenn wir jetzt hier Wildschweine auf den Feldern sehen würden. Die darf man bejagen. Alles andere hat jetzt gerade Schonzeit. Und da ist das einfach ideal, ja, und eben preiswert. Und man muss auch überlegen, den benutze ich auch, wenn ich hier so einfach frei in der Natur lege oder wenn ich mir jetzt eine Unterlage mache, wie hier aus Fichtenzweigen, ja, wer wirklich Buschkraft macht, der weiß, dass hier sowohl die Kleidung als auch der Schlafsack überall voll ist mit Baumharz. Ja, und deshalb benutze ich auch den teuren Carinthia entweder in der Hängematte oder im Zelt oder mit der Unterlage. Aber hier bei dem preiswerten Ding, das ist eben, finde ich, der super Vorteil, der erfüllt alle Bedingungen. Wenn man jetzt draußen ist in der Natur und es ist nicht mehr so extrem kalt, und hier bei der preiswerten Lösung machen auch dann solche Harzflecken keinen Ärger und sind dann auch kein Problem.
Ja, das war's dann wieder. Vielen Dank fürs Reinschauen. Wenn es Fragen gibt, einfach schreiben. Ja, und bis zum nächsten Mal. Euer Hans. Mach's gut. Ciao.